Schiedsrichter, er pfeift die Begegnung an und ich glaube, wir freuen uns alle auf ein unterhaltsames Spiel. Geht er rein? Überhaupt kein Problem für den Keeper. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Abwehrleistung. Klaassen. Ja, da muss er gleich durchgreifen. Das gibt Freistoß. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Das schafft er nicht alleine und sie helfen ihm. Ein herrlicher Pass. Das eröffnet manchmal traumhafte Möglichkeiten, aber so ein Steilpass, der muss auch ankommen. Pass raus auf den Flügel. Achtung! Unglaubliches Tor! Das ist sein zweiter Streich heute und wir sind gespannt, ob er noch mal zuschlagen kann. Haben den Ball, kriegt er ihn. Erster Körper und dann der Ball ins Aus. Klaassen. So ein niedlicher kleiner Roller. Ja, das ist nicht die ganz große Aufgabe gewesen. Immer gut, wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt. Er muss Freistoß pfeifen. Es gibt nur vier Mannschaften, die alle drei europäischen Pokalwettbewerbe gewonnen haben. Ajax Amsterdam ist eine davon. An diesen Erfolg konnten sie leider in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr anknüpfen, zumindest nicht international. Geschichte und der Trick. Da macht er das dritte Ding hintereinander. Der wird glücklich sein heute. Aber jetzt guckt ihr das nochmal an, da in der Wiederholung. Das ist Killerinstinkt pur. Und hier nochmal das Tor aus anderer Perspektive. Um das umzubiegen, da musst du schon ein Meisterbieger sein. Eine klare Führung für den Gegner.
Attacke und das wird belohnt mit Ballbesitz. Wer sich zur Pause schon drei gefangen hat, der hat ein Problem. 3:0 der Halbzeitstand. Wenn zu einem Fußballspiel Spannung gehört, Buschmann, dann ist das jetzt keins mehr. Nee, also der Drops ist gelutscht, da bin ich mir ziemlich sicher, Manni. Aber das ist ja erbärmlich, was da an Gegenwehr kommt. Der zweite Durchgang läuft. In der ersten Halbzeit haben sie den Gegner klar beherrscht. Schauen wir mal, ob das auch für die zweite Halbzeit gilt. Ah, über die Flügel, da soll jetzt mehr kommen. Feldmann. Jetzt hat er den Ball und jetzt hat er mehrere Möglichkeiten. Klaassen. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Muss Einwurf geben. Ein super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Das ist jetzt seine Chance. Ja, da ist er ja fast der 11. Feldspieler. Er holt sich den Ball weit vor dem Tor. Aber richtig gut gemacht und es war wichtig, dass er hier rauskam. Abgefälschter Ball und im Aus. Und da unten steht schon einer bereit, der gleich in die Partie kommen wird. Klaassen. Peter attackiert. Und jetzt! Wenigstens sieht es jetzt nicht mehr ganz so schlimm aus. Dafür liebe ich den Fußball. So ein fantastisches Tor. Aber diese Vorarbeit, da hat er den Blick für den freien Mann. Ja, das ist nicht nur Teamwork, das ist auch die Souveränität der Einzelspieler. Die drei Punkte sind im Sack und bei den anderen, da geht es so richtig auf Selbstbewusstsein. Ja, aber jetzt schau doch mal hin, Manni, da ist überhaupt keine Gegenwehr, gar nichts. Oh, das ist aber jetzt schon eine komfortable Führung.
konnte keiner der Kollegen kriegen. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Und er gibt abseits. Er gibt abseits. Ich weiß nicht, ob das nicht noch gleiche Höhe war. So, das ist abseits, brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Ja, er hat auf Freistoß entschieden. Sowas nennt man souveränes Torwartspiel. Serrero. Deutlich deftig das Endresultat 4:1. Also da müssen wir nicht lang rum analysieren. Dieses Resultat spricht Bände. Absolut, das ist keine Frage, das war extrem dominant. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Manni Beugmann sagt auf Wiedersehen. Tschüss, bis die Tage. Und er trifft!